You need to know that I'm a So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Ausgabe von Forza Horizon 4 hier im wunderschönen Sommer mit einer neuen Saisonmeisterschaft, die wir heute fahren, nämlich mit den Extreme Track Toys. Und dafür habe ich mir einen sehr speziellen Kandidaten ausgesucht, nämlich seht ihr im Hintergrund den Ferrari F50 GT. Ein, ja, von Ferrari konzipiertes Fahrzeug für die 4 GT1-Meisterschaft, was leider nie den Renneinsatz gesehen hat. 3 Stück wurden davon gebaut, aber haben dann leider nie die Meisterschaft oder die Rennstrecke erblicken dürfen im finalen Aufbau. Und ja, das ist leider dadurch passiert, dass die FIA eben zwischenzeitlich die Homologation bzw. bestimmte Regelung abgeändert hat der GT1-Meisterschaft damals und eben auch spezielle Fahrzeuge wie eben den Porsche 911 GT1 zugelassen hat, weil das in sich allerdings ein Wagen, der komplett war für die Rennstrecke konzipiert war und Porsche dann einfach nur eine leicht umgeänderte Version für die Straße rausgebracht hat, weil damals musste man als Homologation eben noch von den Rennfahrzeugen eine Straßenversion rausbringen und Porsche hat es halt einfach so gemacht, sie haben den Rennwagen entwickelt und dann leicht abgewandelte Version für die Straße gebracht und Ferrari, ja, wie man hier sieht, haben ja eben den F50 GT. Und der basiert eben auf einem Straßenfahrzeug. Also genau eben der andersrumme Weg. Man nimmt ein Straßenfahrzeug und baut es im Rennwagen auf. Porsche hat es umgekehrt gemacht, hat den Rennwagen so umgebaut, dass er Straßenzulassung bekommt. Und dementsprechend war das natürlich, sagen wir mal so, vom ganzen Aufbau und allem des Fahrzeugs natürlich ein ganz anderes Level. Und dementsprechend hatte Ferrari dann leider gesagt damals, das machen wir nicht mit. Da sind wir raus, wir konzentrieren uns lieber auf andere Projekte wie die Formel 1 und sowas. Und ja, demnach hat der F50 GT dann leider nie Rennstrecken sehen dürfen und auch nicht in der GT1 teilnehmen dürfen. Was sehr, sehr schade ist, weil ich das Ding wirklich sehr, sehr geil finde. Und ich denke mal, als sehr schönen Nachfolger vom F40 Competizione gesehen hätte. Lustiger Faktor ist auch, steht auch hier mit drin im Artikel, dass eben das Ding sogar schneller gewesen wäre als der 333 SP. Das war der damalige Ferrari-Prototyp, Le Mans-Prototyp und die Dinger sind ja schon arschschnell. Das Ding soll auf dem Track noch schneller gewesen sein. Aber ja, leider wurde es dann nie im richtigen Renneinsatz getestet und hat dann auch, nie Rennstrecken sehen dürfen. Sehr schade. Also, hat schon Rennstrecken gesehen, aber eben nicht im Sinne von einem Rennevent. Das Ding wird ja vorher getestet. Das Ding wird ja nicht nur in der Box entwickelt und dann direkt in die Rennevent geschickt. Nee, ich meine also im Sinne von Rennstrecken, im Sinne von Meisterschaften. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal verhasst mich ein bisschen mein Setzen und laber manchmal scheiße. Bitte nehmt mir das nicht mehr übel. Ja, auf jeden Fall ist der dementsprechend keinen Rennersatz gehabt, was sehr schade ist. Und das Ding ist ein absolutes Biest. 750 PS V12 jagen hier drunter. Und das Ding hat hier in Forza Horizon 4 einen Serienscore ungetuned von 992. Wir haben heute gerade mal 6 Punkte übrig, die wir noch tunen können, damit das Ding in der Meisterschaft maximal getuned ist. 992er Score ist für ein Auto aus dem Baujahr schon assig hoch. Also das ist schon echt assig hoch. Ich erinnere mich an den Wagen immer noch wegen Forza Horizon 1. Da war der auch schon super, super geil. Der fuhr sich wirklich brutal gut, weil er ein Ultra-Handling hatte. Und war auch das beste Auto im Project Gotham Racing 3. Also ja, die ganzen Forza Horizon-Teile bzw. Project Gotham Racing-Teile haben so ein bisschen was mit dem Wagen am Hut. Und deswegen finde ich diesen Wagen auch sehr geil. Ich mag ihn auch optisch sehr, sehr gerne, weil es dann einfach eine Rennversion vom R50 ist. Und der R50 ist auch geil. Lustigerweise, das Ding hier im Spiel kostet der R50 GT weniger als der R50. Das macht absolut keinen Sinn, da habt ihr allerdings recht. So, wir schauen uns den Wagen jetzt mal an. Wie gesagt, absolutes Rennfahrzeug, beziehungsweise eben eine Straßenversion zum Rennfahrzeug unkonzipiert. Wie gesagt, eben der andere Rumweg, wie Porsche es gemacht hat. Aber dadurch war Porsche halt das effizientere Fahrzeug, weil es an sich ein Rennwagen war. Und den hat man dann ein bisschen umgeklopft für den Straßenverkehr. Ist ja egal, wie das Ding wirkt. Dementsprechend. Lustiger, wir können hier die Klappe aufnehmen. Das ganze Heckteil lässt sich irgendwie nicht lösen. Aber hier drunter könnt ihr den V12 vermuten. Ich würde euch gerne mehr von zeigen, aber das ist alles, was ihr sehen könnt. Okay, auch wenn ich alles andere abbauen würde, würde ich mehr nicht sehen. Seht auch hier in der Dachhutze wird die Luft angesogen. Das hat der normale F50 so nicht. Das Ding ist natürlich alles noch ein bisschen mehr Effizienz gebaut. Und ich würde sagen, wir steigen mal kurz ein, hören mal rein und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Also leistungstechnisch, weil, also leistungstechnisch glaube ich eh nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch was tun können. Also, dass wir noch die 6 Punkte raus... Da drüben ist der Startknopf, okay. Dann hören wir mal rein. Ja, ihr seht nicht, das Ding dreht bis 11 oder 12.000, bin mir nicht sicher, bis 12.000 dreht er. Da merkst du halt so Renn-V12, ne, das ist so der, ne, 11,5 dreht er, da sieht er der Block da, der geht nicht bis 12, 11,5 geht der Bremse und dann ist Schluss. Total wenig Drehzahl, was soll das denn, da bin ich ja komplett unterfordert mit. Das ist ja viel zu wenig, sequenzielle Schaltung natürlich, aber eben nicht am Lenkrad. Tja, Entschuldigung, sondern eben hier an dem Shifter und, ja, ich will mal... Okay, wir sind ausgestiegen, ohne die Tür zu öffnen. Manchmal bin ich auch nebenberuflich Magier, ja, das wissen manche Leute nicht, aber mein Gott, das kommt dann immer mal gerne hervor, wenn man Autos tunet. So, Kamera weiß bei dem Wagen auch nicht so ganz, dass wir anfangen. Nebenbei, 992er Score, 57 PS V12, 1996. Wir können ja mal gucken, wir haben das
Straßenpendant vom Porsche nämlich drin. Der GT1 ist nämlich auch hier im Spiel drin, die Straßenversion. Wie gesagt, das Ding hier, ich zeig's euch gerade mal kurz, wo ist er denn? Das hier, liebe Leute, ist nämlich die Straßenversion des Rennwagens. Ihr seht halt schon, das hat nicht viel mit dem 911er mehr am Hut. Also dementsprechend, ja, Porsche ist einen ganz anderen Weg gegangen. Aber ihr seht gerade 850er Score. Klar, ist ein Straßenfahrzeug, aber ich meine halt, ne, das Ding ist trotzdem... Also der Ferrari ist trotzdem echt Brett. Aber gut, ich finde schade, dass du trotzdem nicht versucht hast, teilzunehmen. Weil ich glaube, das Ding wäre echt schnell gewesen. Aber naja. So, wir schauen, was wir machen können. Wir können auf Allrad gehen, das machen wir natürlich nicht. Wir können das Ding Twin Turbo laden, das können wir nicht machen, weil sonst sind wir nicht hoch vom Score. Oh, Spurverbreitung können wir machen. Das gefällt mir sehr gut. Ich will zwar einen F50 GT optisch nicht kaputt machen, aber sind wir mal ehrlich, ein bisschen Spur kann er gebrauchen. Oh, hier ein bisschen Spur. Ach, oh, das sieht doch schon viel besser aus. Felgen werden wir einen Teufel tun zu wechseln, weil da sind nämlich jetzt schon originale Centerlock-Felgen drauf. Und das werde ich nicht wechseln, weil die einfach optisch perfekt die Arsch auf einmal auf diese Karre passen. Reifenmischung, die können wir Offroad machen. Wir können die noch breiter machen. Holen wir sogar noch ein bisschen Score raus. Ich muss ja gucken, ob wir auf Handling gehen oder auf Leistung. Also theoretisch Handling müssen wir eigentlich fast nicht gehen, weil wie gesagt, das Ding fährt sich halt wie eine 1, aber naja. Offroad geht noch. Gut, jetzt gucken wir mal kurz, was können wir hier noch machen. Alter, Motor geht ja ganz schön viel noch. Also dafür ist für 992er Score, hat aber noch viele Teile am Motor, die ich noch bearbeiten darf. Aber ich schätze, mit vielen bin ich direkt schon außerhalb des Limits, ne? Oh, das geht echt krass noch. So, jetzt die Frage, gehe ich auf ein bisschen mehr Leistung oder mache ich das Handling? Aber ich glaube, ich gehe einfach ein bisschen mehr Leistung. Es dürfte eigentlich noch fahrbar bleiben. Wie gesagt, 998er Score, dann ist Schluss. Ja, das geht schon mal nicht mehr. Seht ihr nämlich, jetzt fängt der Spaß schon an. Da. Und dann dürfte alles schon nicht mehr gehen. Ne, das ist jetzt alles schon fertig. Okay, sehr, sehr gut. Dann haben wir den F50 GT, fertig getunt. Dann schauen wir mal. So. Tuning. Können wir die Karre noch tiefer legen? Können wir nicht. Okay, 6,8 cm Bodenfreiheit sollten eigentlich auch reichen. 363 km/h ist in der Klasse nicht viel Topspeed, aber ich werde es einfach trotzdem mal probieren. Wir werden jetzt auch keine Seilen draufpacken. Wir könnten jetzt ein Renndesign draufpacken, aber wie gesagt, es gab hier keine richtigen Rennfahrzeuge davon, also gibt es auch kein Renndesign. Dementsprechend packe ich da auch keins drauf. Das Ding bleibt, wie es ist. Und ja, Kennzeichen fährt er auch immer ohne. Das liegt einfach daran, weil hinten eben der Stutzen ist, um eben die Hydraulik, oder wie, ich weiß nicht, wie die nochmal gesteuert sind, diese Bolzen unten auszufahren. Das wird hinten, ihr seht, eben über die Kofferraummulde, lieber Lukas, über die Kennzeichenmulde gemacht. Und dementsprechend, ja, ist da nicht viel, was wir da machen können. So, die Meisterschaft ist von der Community gewünscht worden oder erstellt worden, schätze ich mal. Was ich ganz cool finde. Okay, hier dreht er sogar nur bis 11. Das ist ein Regenzahl-Leder bis 11,5. Obwohl, hier dreht er auch bis 11,5. Ja, dreht er auch. Der rote Bereich fängt nur bei 11 an. So, Extreme Track Choice. Alien-Kostüm gibt's hier. Ja, guck mal an. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Aber egal, wir nehmen es trotzdem mit. Wir nehmen es trotzdem mit. Ab geht's. Weißt du, was noch besser als eine Saisonmeisterschaft im Sommer ist? Nein. Eigentlich nicht viel. Viel Spaß. So, wir sehen aber, wir haben halt harte Konkurrenz hier in dem Klasse, ne? Brauchen wir nicht überreden. Wir haben einen FXXK. Der standardmäßig, das möchte ich jetzt einfach nur mal so, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lässt. Der FXXK hat standardmäßig einen Score von 989. Der F50 GT hat standardmäßig einen von 992. Also, warte, ich guck nochmal sicherheitshalber nach. Nicht, dass ich jetzt meinen schon getuned habe, aber der dürfte... 900, es ist echt krass, das Ding hat einen höheren Score als ein FXXK. Das Ding ist ja schon einfach nur komplett Banane. Einfach nur, dass man so sich mal im Kopf zusammenfasst. 996, so. Schön ist unser Rennanzug, den wir letzte Folge freigeschaltet haben, mit dem Mitsubishi passt halt jetzt wie Arsch auf einmal für die Karre, ne? Wir haben jetzt einen roten Rennanzug in einem Ferrari. Der darf halt nicht gut passen, weiß ich aber auch nicht. Ah, das ist natürlich nur Zondas, ne? Ja gut, den Formula D-Wagen lasse ich direkt außen vor, der kann eh nichts. TVS Speed könnte böse werden, Alien Atom auch. Ey, da hast du gerne eine Meisterschaft im Spiel, die extra vom Spiel erschaffen worden ist, ohne dass du jetzt was machst. Und trotzdem werde ich wieder nur die Zondas, ey. Mann! So, erstmal müssen wir natürlich Grip finden, Hackantrieb ist da. So, und jetzt ist halt, das Ding hat halt, ist es ein Go-Kart. Es ist halt einfach ein fucking Go-Kart. Auf Drogen, versteht sich. Ein Go-Kart dreht nicht bis 1000, sind wir mal ehrlich. Wir sind ein bisschen rangewöhnt, wo die Handling-Grenze ist. Aber wie gesagt, es ist hier ein Rennwagen. Der F50 GT ist keine Straßenversion von einem Rennwagen, ist der Rennwagen. Der F50 GT ist wirklich ein Rennfahrzeug. Das muss man halt einfach mal so erwähnen. Also es ist jetzt hier keine Straßenfassung von irgendwas. Das Ding hätte so niemals auf der Straße fahren dürfen. Und wenn, ich weiß gar nicht, kann mir mal jemand gerne in die Kommentare schreiben. Weiß jemand, ob die Dinger im Privatbesitz sind oder alle drei bei Ferrari stehen? Weil es steht auf jeden Fall im Artikel, dass drei produziert worden sind. Ich würde mich halt interessieren, wo die drei sich befinden momentan. Ob Ferrari alle hat oder ob da irgendein Privatmann die auch kaufen konnte. Das würde mich jetzt einfach interessieren. Und ob die bei so
Junge, bremst doch noch mehr bitte. Ob die bei Track Days im Einsatz sind. Weil es gibt ja immer diese Ferrari-Track Days, wo die ganzen Ferrari-Besitzer ihre Autos mal auf Rennstrecke ausfahren können und Ferrari sich drum kümmert. Da würde mich mal interessieren, ob die F50 GT zum Einsatz kommen. Weil wie gesagt, die sind fahrbereit, die sind fertig entwickelt, aber sie sind halt rausgestiegen, weil ihnen die Regelung nicht mehr gefielen. Also dementsprechend, die Dinger sind fahrbereit. Das sind keine Autos, die rumstehen, noch wo 50% nur noch entwickelt werden müssen. Nee, nee. Also die Dinger gibt's halt wirklich. Ich würde mich einfach interessieren, ob die... Alter, der Zonda regt mich auf. Ob die in irgendeinem Einsatz noch Einsatz finden, weil es wäre echt schön, wenn die Dinger trotzdem gefahren werden würden. Der Ferrari kann ich mir das gut vorstellen. Ferrari nutzt wirklich viele der Rennwagen immer noch. Also die alten F1-Boliden werden von Privatleuten immer noch gefahren. Das finde ich halt irgendwie geil. Okay, sieht man hier gerade die Kurvenspeed. Da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Oh Gott. Okay, die Strecke ist... Wegen Community Plays. Das ist auch sicher eine Strecke, die von der Community erstellt worden ist, ne? Weil ich fahre jetzt nochmal auf die Kurve zu. Guckt euch, wie der Checkpoint platziert ist. Forza würde niemals diesen Checkpoint auf die Straße setzen. So, seht ihr, der Checkpoint ist nämlich hier auf der Straße. Der geht nicht bis zur Mauer. Deswegen fährt die KI gerade auch ins Wasser mit den Dingern. Das meine ich. Die Checkpoints. Ja, ja, das ist eine Community. Also das Community Play. Haben wir jetzt wirklich Community-Rennen in Playlisten drin? Das wäre einerseits natürlich super geil, wenn sie das jetzt machen. Aber es sieht schon stark danach aus, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht sind die Checkpoints nicht vom Spiel so gesetzt. Also, weil das Spiel setzt die immer an Mauern und sonstigen, dass du ja keine Möglichkeit, groß vorbeizukommen. Ja, jetzt haben wir natürlich das Topspeed-Problem, aber Hallöchen. Ach, scheiße. Boah, fuck. Ja, ja, das ist keine vom Spiel erstellte Strecke, die kenne ich nicht. Ein schönes 3-Runden-Rennen, okay. Ist ja geil, da haben wir jetzt wirklich Community-Meisterschaften. Heißt nicht, dass die Community auswählt, was wir fahren, sondern die Community mit, von denen kommt die Rennen. Das finde ich einen geilen Ansatz, muss ich sagen. Feier ich. Ah, Mauer. Das Handling ist halt schon krass. Das Handling ist schon wirklich... Man muss halt immer das Alter bedenken, ne? 96er Fahrzeug. Hat sich gerade schon jemand wieder ins Wasser verabschiedet? Und der Grip ist halt krass. Also am Start hast du mal kurz Traktionsprobleme, aber sobald du dann einmal auf Speed bist, regelt die Aerodynamik und die geilen Reifen regeln alles. Wir haben ja noch nicht mal breitere Reifen drauf gemacht, da ging ja noch was. Wir hätten hier Handling technisch noch mal rausholen können. Wir sind jetzt eher auf die Leistungsschiene gegangen, die aber auch nötig war leider. Weil den Topspeed technisch halt nicht so geil ist, da hätten wir ein bisschen Getriebetechnisch machen müssen. Aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen, an die Zonas noch ranzukommen, weil irgendwo fliegen wir eh wieder ab. Aber das finde ich feier ich jetzt mit Community-Rennen von der Community. Das hätte ich halt so nicht erwartet, das finde ich cool. Man muss halt aufpassen, dass ich zu viel bremse, sonst denkst du auch schon viel zu weit ein. Deswegen fahre ich immer in die Kurven in die Mauer rein, weil ich halt, ja, nicht gewohnt bin, dass der Karre so direkt ins Eck kommt. So, trotzdem Topspeed nach, da komme ich jedes Mal wieder ran. Alter, das Ding hat eine direkte Lenkung, da musst du erstmal drauf klarkommen. Ich lenke nonstop in Mauern rein, weil das Ding 90 Grad Kurven fährt. Nein, nicht schon wieder. Ah, jetzt musst du hier korrigieren, das hat Geschwindigkeit gekostet. Hier komme ich voll durch. Guck hier, Alter. Du siehst alleine, wie ich hier reingeblickt komme. Boah. Geschafft. Alles gut. Gott sei Dank das Ding bremsen, ey. Boah. Bremsen packen gut. Die retten mir gerade echt öfters den Arsch. Der Klang ist halt auch geil. Das schön hochdrehen da vor 12. Ja. Ah, fuck it. Ich komm nicht ran. Scheiße. Pisst euch. Okay, meine rennt aber schon höher als eingestellt. Ist 3,44 stand aber da. Das war jetzt 3,60, Kollege. Naja, ich komme da noch gleich ran. Da kommen wieder Kurven, wo ich wieder schneller bin. Forza LPNO51, das ist wirklich ein richtiger Nickname von jemandem von euch. Ich schmeiß die Karte jetzt schon weg. Push dich. Und da fliegt der Zonda ab. Da haben wir gerade Platz 2 geholt. Ja, man merkt halt direkt, dass es Events von der Community sind, weil... Boah, Alter, wo bin ich jetzt hängen? Da ist ja nicht mal eine Kante an der Wand. Weil eben, wie gesagt, die Rennen vom Spiel selber, da backt die KI weniger. Bei den ganz langen Rennen zickt die auch rum, wissen wir ja. Aber in den normalen Rennen hat die KI eigentlich weniger Probleme bei der Wegfindung. Hier ist manchmal, hier hat irgendwie Checkpoints platziert, sind, dass die KI dann gerne mal einen Abgang macht. Die Strecke ist aber geil. Das muss ich aber sagen, der Track macht Laune. Also der Rundkurs macht echt Bock. Weil der ist schön, der ist für diese Fahrzeuge wirklich optimal. Wir haben viele Highspeed-Abschnitte, schnelle Kurven vor allem.
Da machen diese Track Toys wirklich mega Laune. Also Glückwunsch an die Community-Ersteller von dieser Strecke. Das gefällt mir. Jetzt frage ich eigentlich, warum das Community-Ding heißt. Wie gesagt, ich habe gedacht, das wäre einfach nur Klassenauswahl. Ja, ja, wir wollen Track Toys haben. Ich bin, glaube ich, der Erste werden. Aber ich glaube, auf dem Track nicht. Da fehlt mir einfach das Speed. Und Sonder R ist halt. Sonder R ist halt Sonder R. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding ist halt einfach nochmal das hier. Nochmal mit Gibi. Diese Kurvenkombination. Ich komme mit der Lenkung gar nicht klar. Ich habe da echt meine Probleme mit. Nicht, dass er untersteuert, sondern dass er zu redirekt ist. Sache, die ich selten sage. So, hier. Dann fährst du einfach mit 320 Kurven, die. Nicht dafür konzipiert sind, auf jeden Fall. Ja, ab dem zweiten Gang hast du Grip. Ab dem zweiten Gang ist schon Grip angesagt, dann ist kein Thema mehr. Jetzt muss ich mich hier gegen die Zonda wehren, damit ich wenigstens meinen Platz 2 hole, weil es sind ja immer noch zwei Rennen gleich in der Meisterschaft. Die müssen wir ja erstmal gewinnen, so ist ja nicht, ne? Ah, er kommt. Ah, steckt das zurück, okay. Grip-Level ist halt echt, also deswegen mag ich das Ding so. Der war bei Forza Horizon 1 geil, der war bei Project Quantum Racing 3 geil und bei Forza Horizon 4 ist er zurück und ist immer noch geil. Hat er nur mittlerweile sehr viel Konkurrenz in den Jahren jetzt bekommen, ist das Problem, ne? Aber trotzdem super geile Kiste. Krasses Formula D-Autos Platz 7, aber auch nur weil die ganzen Zonders alle abgeflogen sind. Nur weil alle Zonders abgeflogen sind, ey, weil da immer irgendwo ein Zonder geradeaus durchgeballert ist. Okay, Community Songmeister. Feier ich, dass die Rennen von der Community sind. Warte mal, wir gleich mal gucken, ob da auch die Namen von den Community-Mitgliedern stehen. Hab ich voll nicht drauf geachtet, wenn das so wäre. Oh, das ist ein Rennen durch Edinburgh. Ich habe gerade noch gelobt, wie geil das ist mit den Track Toys. Boah, das wird jetzt lustig werden. Eieiei. Stimmt, echter. Blaupausen Rang 4. Vaporizer präsentiert. Knights of the Round. Geil, das Feier. Das hätte ich mir vorher nicht aufgehört. Ich habe da vorher nicht drauf geachtet. Aber geil, dass es wirklich von Community Mitgliedern erschaffen ist. Ich spannend, ob wir das jetzt jede Woche haben. Das feiere ich auf jeden Fall. Das ist eine coole Idee. Eine Sache mit Community Event reinzupacken. Lobenswert. So unterstützt man den Track Editor auf jeden Fall, dass er weiter genutzt wird. So, dann gucken wir mal. Sprintrennen durch Edinburgh. So, einmal Grip finden. Und da ist er. Easy. Und jetzt heißt fliegen lassen. Ich bin mal gespannt, wie das Grip-Level in der Stadt ist, weil das wird nämlich jetzt der Punkt werden, wo ich gucken muss, wie die Hinterachse so beim F50 so mit mir mitspielt. Komm, fahr! Der Klang ist halt geil, ne? Schnell gewesen. Ja, wir haben so früh schon Grip bei der Karre. Hey, solange ich nicht stehen bleibe, ist alles super. Macht der Arsch gar nichts. Ja, schön mit 300 Sachen gerade erstmal durch Edinburgh durchballern. Das kann man so machen, ist halt leicht geistesgestört. Boah, die Bordsteinkante habe ich gerade voll ausgehebelt, weil die Karre voll auf der Kante aufgesetzt hat. Bin gerade voll über den Bordstein gerutscht. Wechseln in der Bodenfreiheit ist nicht ganz so geil. Das macht aber doch Laune. Ich hab mich ja erst beschweren wollen, aber es macht gerade irgendwie diesen Bock, den hier so Edinburgh durchzukloppen, ey. Weil der Wagen sich irgendwie ja ganz gut wohlfühlt. Also es ist nicht, fühlt sich nicht so an, als hätte ich hier mega die Probleme mit dem Teil. Bin eh begeistert, wie krass viel Grip der mit Heckantrieb hat in der Leistung, ey. Wie gesagt, wir haben jetzt die 50 per Serie. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt gerade fahren. Vielleicht so 800. Die steckt der relativ locker weg, ey. Der macht einfach Spaß zu fahren, ist das krass. Du brauchst dich nicht groß konzentrieren, das Ding fährt einfach. Und wenn es Fehler sind, sind es Fehler, weil du zu viel gelenkt hast. Ich wünsche mir diesen Wagen bitte in mehr Rennspielen. Stimmt, bei Project Cars ist er ja auch drin. Project Cars 2 kann man ja auch fahren.
Da habe ich ihn ja auch lieben gelernt. Er fühlt sich Kondition ja auch. Hier sieht man gerade den Kurvenspeed-Unterschied, wie krass ich hier die Kurven machen kann. Nein, jetzt kein Highspeed-Abschnitt, wenn ich gerade auf die Top 3 aufgeholt habe. Finger weg. Hohoho, gerade gerettet. Easy. Immer noch voll am Gas. Ich muss mich abbremsen. Du kannst das so spät bremsen. Die Bremsen sind halt auch brutal. Das Ding, es ist halt einfach ein Rennwagen. Man merkt es halt einfach durch und durch, dass das Ding halt einfach komplett Rennwagen ist. Kreisverkehr hier, das ist ja kein richtiger Kreisverkehr, das ist ein Kreisding. Ich mag die Streckenauswahl. Also die Strecken machen richtig Laune. Also ich hatte vom Spiel selber kenne ich keine Strecke in Edinburgh, wo ich richtig gesagt hätte, so geil. Aber die hier bockt richtig. Und vor allem die erste war auch ganz nice. Ja, bei den Checkpoint-Wahlen, ich weiß ja nicht, wie die KI so mit klarkommt. Jetzt hier in Edinburgh hat es weniger Probleme, aber es halt nirgendwo hin kann. Wenn die halt rausfliegt, knallt gegen die nächste Hauswand, ist wieder da. Ja, der Checkpoint hier, ne, der ist halt kacke gesetzt. Ich würde die breiter machen. Ich hätte die breiter gemacht, dass sie wirklich bis zur Hauswand ragen. Allein der KI zuliebe. Und den Spielern zuliebe, weil ich genau weiß, dass da einige voll verbreitet werden. Wenn du die Bremsung da verpasst, schießt du an den Checkpoint vorbei. Ah, das Checkpoint oben, zieht beim Edinburgh Castle. Das ist geil. Das ist cool. Geil, das hat jetzt Laune gemacht. Ich habe echt Sorgen gehabt mit dem Ding, dass es nicht geil wird in der Stadt, aber... Junge, ich lerne den F50GT gerade richtig lieben. Ich glaube, online bist du trotzdem nicht kompetitiv mit dem, weil wir haben in der S2-Klasse mittlerweile viel zu viele schnelle Autos. Das Handling ist in Senna gut, der Mosler ist brutal. Also wir haben in der S2-Klasse leider viel zu viele Bretter mittlerweile im Spiel drin, die halt wirklich super, super gut sind. Und da ist halt schwierig, dass der 50 GT damit hält, weil sein größtes Problem ist komplett Topspeed. Ich glaube, das größte Problem ist der Topspeed, und wenn man dann. Ich will den Getriebesatz nicht ändern. Die macht so, wie sie ist, super Laune und fährt sich gut. Da will ich eigentlich nichts dran ändern. So, wir haben einen schönen großen Rundkurs hier. Bin mal gespannt. Wir müssen mal die Meisterschaft jetzt gerade mal kurz drauf gucken, weil ich nicht weiß, ob wir gerade punktgleich mit dem Zonder sind, ob wir gerade Vorsprung haben, weil da muss ich jetzt drauf achten, ob ich Erster werden muss. Ich habe 4 Punkte Vorsprung sogar vor Lil X Dommy. Okay, Lil X Dommy müssen wir uns merken, wenn wir den Namen sehen. Wer aber knapp hinter dem sind, reicht das locker flockig. Na komm, 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 hallo. Gerade hast du noch gerade schneller Grip gefunden. Boah, schön bergab, damit der Topspeed direkt erreicht wird. Wow, und eine Bodenwehr. Ach du Kacke, das wird in der Zurückrunde lustig. Wow, 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 wow. Ja, komm, rum, Jungs. Bisschen eng für so viele Autos, ich merke das schon. Und auf jeden Fall gleich erstmal nach vorne kommen. Irgendwie Problem ist, überhol hier mal, du hast ja keinen Platz. Ja, das war ein Spoiler. Yo! Boah, okay, jetzt habe ich mal Gripverlust, aber auch aufs Wiese gewesen. Da gehört der 50 GT auch nicht hin. Sorry, boah. Da war viel. Es ist ganz schön eng hier mit ganz schön viel Wiese verbunden. Boah, Bodenwelle. Boah. Ja, wieso kann ich jetzt schon wieder nicht mehr zurückspulen? Oh, es geht das Feature wieder nicht mehr. Kacke. Der Bug ist wieder da. Ach, ist das schön. Ja, wir fahren es mal trotzdem weiter. Mal gucken, was ich aufholen kann. Komm, kusch dich. Nee, ich kann. Geht mal wieder nicht. Rückspulen ist mal wieder deaktiviert. Das wird nicht in dem Event sein. Das ist mal wieder der Bug, den ich habe. Gibt's ja ab und an das Rückspulen nicht in den Rennen funktioniert. Bin ich letzter. Wie soll ich das hier noch aufholen? Wir gucken mal. Ich lass mal fliegen. Ist ein relativ langes Rennen. Und wir sind eigentlich schnell mit dem Ding hier. Die Kurve geht voll. Die Kurve geht voll. Ja, tschüss. Vorher hole ich mich hier allein schon auf. Das ziehen wir durch jetzt. Ich darf halt keine krassen Abflüge haben. Das ist, glaube ich, ein Problem, weil das kriege ich nicht wieder aufgeholt dann. Na gut, da bin ich doch schon wieder. Alter, der 50 lässt so schnell nichts stehen hier. Komm, zieh! Mein nächster Rechtskurve, ich kann, ob ich schnell da durch kann. Ah, so schnell ungefähr. Ja, guten Tag.
Okay, der Checkpoint verpasst. Tschüss. Ich finde es gut bei Forza Horizon 4, dass der KI-Checkpoint verpasst auch resettet wird. Das war ja vorher bei den Teilen nie der Fall. Ja, wir sind schon wieder Platz 6. Okay, alles super. Ja, bevor die Sorge mal, dass wir direkt neu starten müssen. Ich darf halt jetzt in Runde 2 und 3 nicht wieder mehr, noch mehr Kacke bauen, ne? Aber ich habe ja eigentlich einen ganz guten Gefährten, der mir das eigentlich erlauben sollte. Ja, war klar, dass der Abgang macht. Boah, in, Alter, war das ein schönes Bremsmanöver. Das war ja haargenau passend rein, ey. Lass mir halt bitte keinen Platz, dankeschön. Die KI konsequent ihre Linie fahren muss. Oh. Ja, hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren, wir haben hier nicht so viel Platz für Fehler. Aber mein Hauptkonkurrent ist schon mal nicht vorne, also alles gut, die Meisterschaft haben wir so schon mal locker in der Tasche. Ja, sind wir an der Stelle, wo ich gerade abgeflogen bin, schon mal locker durch. So, Platz 3 schon wieder vorgefahren. Jetzt kriegt der Erwin der Turm mal auf den Fress, weil der kein Topspeed hat. Gut, deswegen ramme ich ihn noch sicherheitshalber, damit er auch gleich in die Walachei fliegt. So, dich kriege ich gleich, dich kriege ich gleich. Da kommen ein paar Kurven, Kollege, wart ab. So, voll drauf bleiben, voll drauf bleiben, voll drauf bleiben und gehst. Die nächste Kurve ist ein bisschen vom Gas runter auf jeden Fall. Ich gucke, da kann ich wirklich nur auf ein bisschen irgendwo hier. Guten Tag, der Herr. Ich weiß, Sie sind mir überlegen, aber das Handling habe ich immer noch auf meiner Seite. Also ein schöner italienischer Zweikampf die ganze Zeit. Pagani gegen Ferrari, also Paganis gegen einen Ferrari. Da ist eigentlich kein S mehr hinten dran. Du musst halt wirklich aufpassen, dass du Karre nicht aushebelst. Aber wenn nicht, dann bist du schön noch dran am Kollegen vor dir. Ich muss sagen, das ist eine Mannschaft, die mir ultras Laune macht. Das ist ja echt krass. Also die Rennstrecken und die Streckenauswahl ist super geil. Gute Arbeit, Playground Games. Oh, shit. Boah, das war knapp, ey. Und dann in Kombination mit den Extreme Track Toys, die passen halt wie Arsch auf einmal auf diese Strecken. Die fahren sich hier halt so ultras angenehm. Die Strecken sind halt wirklich für diese Autos gut gemacht. Das ist nicht so wie Mickey Mouse Kurs, weil gerne hast du die Extreme Track Toys mit sauengen Kurven und allem. Das macht keine Laune. Das hier macht wirklich richtig Bock. Liegt natürlich auch zusammen mit dem Fahrzeug, was wir fahren, aber... Also dennoch, super Auswahl, gefällt mir echt gut, also ich glaube, mit einer meiner liebsten Saisonveranstaltungen bisher, muss ich wirklich so sagen. Ja, dann mach halt Tag der offenen Tür, dann fahr ich halt innen durch, ist kein Thema, mach ich. Soll ich hier keine Kacke bauen? Ein bisschen aufpassen, ein bisschen das Gas rausnehmen, dass ich hier nicht wieder geradeaus durchfliege. Ah, genau, nämlich das hier. Oh. Cool, wir sind mir nie für schnelle Geschwindigkeiten gedacht. Wir fahren trotzdem relativ zügig durch. So. Ja, wir spielen immer auf dem Schlagbad. Das wollte ich immer noch nebenbei erwähnen. Ich bin mir 50 GT Zonders im Schach halte. Die Feder halt einfach aufgrund des Alters 7. Gang. Ne? Im 7. Gang hätte der so viel mehr Topspeed. Da kann man einen 7-Gang-Renngetriebe einbauen können. Das fände ich halt geil, weil es irgendwie andere Getriebearten noch für im Spiel gäbe. So 7-Gang und sowas. Weil wenn ein Auto 5-Gang hast, brauchst du einen 6-Gang ein. Wenn du 6-Gang hast, verbesserst du das nur. Du verbesserst halt, du fügst halt nur bei 5-Gang, oder allem unter 6-Gänge fügst du Gänge hinzu mit dem Renngetriebe. Aber sonst, wenn du 6-Gänge hast, bleibst du dabei. Ein 7-Gang-Renngetriebe wäre, glaube ich, hier drin brutal. Weil dann halt übelsten Topspeed auch rausholen kannst in der Kiste. Ich glaube, dann wär der wirklich richtig S2-würdig. Also dann könnt ihr richtig mit aufräumen. So oder am Handling halt, wie es. Der fährt sich, wie gesagt, ultras angenehm. Man kann nicht viel Scheiße damit bauen. Ihr seht gerade, ich bin halb bis Kies gefahren. Die Karre hat bei dem Tempo trotzdem keine Mucken gemacht. Das spricht schon fürs Auto so ein bisschen.
Oh Gott, natürlich kurz verziehen, aber schön verkackt hier. Boah, kommt nicht auf der Wiese raus. Nee, den Sieg lassen wir jetzt nicht mehr nehmen, das kannst du knicken. Sehr schön. Ey, das war eine geile Meisterschaft. Muss ich jetzt wirklich sagen, die hat richtig Böcke gemacht. Das fand ich echt geil. Das hat echt Laune gemacht, ey. Und alles abgeschlossen, so muss das sein. Sehr schön. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal bekommen. Ja, ich meine schon. Egal. Ich finde schön, dass die Sachen nochmal wieder reinkommen, dass man die nochmal kriegen kann, wenn man es verpasst hat. Weil ich habe ein, zwei Sachen leider aufgepasst, die Rentiersachen, aber ich denke nicht, dass die jetzt im Sommer reinkommen, leider. Ich glaube, die Winter vielleicht mal dazukommen nochmal. Oh, da haben wir ein paar Respins bekommen heute. Das hat sich gelohnt. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt, wir haben ja noch einen Respin vor dem Aufstieg in der Klasse. Können wir den ja gerade noch kurz machen. Aber das hat echt Bock gemacht. Also das war jetzt echt... Oh, zwei haben wir sogar. Oh, hier, zwei Respins. Ja, die nehmen wir doch direkt mal mit. 120.000, ist okay. Und nochmal 100.000. Ich habe auch für den F50 GT genug Geld ausgegeben, würde ich sagen. Aber ich werde wieder raus, wie die Leute gefolgt. Ich hoffe, euch hat genauso viel Spaß gemacht wie mit mir. Dann lasst doch gerne einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Forza Horizon 4 wieder. Bis dann. Tschö, tschö.